Ja, wir haben hier eine Niederlage nach 5 erfolgreichen Spielen hinnehmen müssen, obwohl wir 1:0 in Führung gegangen sind. Diese Führung aber nicht mit in die Halbzeit nehmen konnten, A, weil Preußen hier sehr, sehr viel Druck nach dieser Unterführung gemacht hat, insbesondere über unsere linke Abwehrseite, wo wir lange Zeit nicht die richtige Mittel gefunden haben oder nicht eng genug dran waren. Kriegen dann kurz vor der Halbzeit eine sicherlich vermeidbare Ecke, die zum Tor führt, zum Ausgleich. Und das ist sicherlich ein Knackpunkt gewesen. Der zweite Knackpunkt war dann der Elfmeter, den ich nicht beurteilen kann. Wir sind alle von der Bank ausgegangen, dass es Freistoß für uns gibt. Es gab aber den Elfmeter. Wie gesagt, der Schiedsrichter sagte mir, ein Aufstützen, okay, müssen wir hinnehmen. Danach kriegen wir die gelb-rote Karte, wenn Sascha Pfeffer sich dort, davon muss man ja ausgehen, fallen lassen hat, dann ist das schon mehr als Dummheit, nachdem er sich zuvor die gelbe Karte wegen Meckern zugeholt hat und kurz danach dann seine Schwalbe fabriziert. Wie gesagt, von unserer Bank aus haben wir schon gejubelt, dass wir einen Elfmeter bekommen. Also, ja, was gibt es da zu lachen? Von der Bank aus sah es so aus. Sodass dann das Spiel natürlich in Unterzahl sehr, sehr schwer war gegen eine Münstermannschaft, die heute sehr, sehr entschlossen und wie ich finde auch sehr stark aufgetrumpft hat. Interessanterweise hatten wir dann aber, nachdem wir in Unterzahl waren, noch unsere besten Möglichkeiten. Also der Freistoß, der knapp, wo der Silvio Bankert eigentlich, wo ich dachte, nur den Kopf hinhalten muss. Danach noch ein, zwei Möglichkeiten, aber gut, wir müssen das abhaken. Gratulation an Preußen Münster und wir müssen uns jetzt konzentrieren auf das Spiel am Wochenende gegen Burghausen. Dankeschön. Ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gesehen. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der natürlich zum einen die 0:4 Niederlage vom Hinspiel wettmachen wollte, aber auch in letzter Zeit hervorragenden Fußball gezeigt hat mit Angriffspressing und ja, einer sehr stabilen Abwehr. Da passt es natürlich überhaupt nicht, wenn du dann in Rückstand gerätst. Ich denke aber, vor dem vermeidbaren Standardtreffer des Gegners hätte schon eine rote Karte geben müssen gegen Benjamina. Der war frei durch, wurde umgerissen. Und da muss einfach ein Schiedsrichter auch zuschauen und die Dinge so sehen, wie sie halt sind. Wir haben momentan das Pech, dass die Entscheidungen nicht gerade für uns getroffen worden sind. Aber ja, wir haben nicht nachgelassen, glaube ich. Die ganze Mannschaft hat großen Willen gezeigt, hat dann auch Mitte der ersten Halbzeit die Spielverlagerung von Seite zu Seite besser hingekriegt, weil doch immer der Gegner versucht hat, die Viererkette fast in eine Fünferkette zu verstärken. Das ist uns gut gelungen. Wir wussten auch, dass der Gegner vielleicht diese mit Geduld müde wird. Wir haben dann natürlich, ich weiß gar nicht, wer das Tor geschossen hat, ob es ein Eigentor war oder der Standard, ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball zum Ausgleich reinging. Aber ja, zum Elfmeter muss ich sagen, ich habe das eigentlich relativ deutlich gesehen. Es war für mich ein klarer Elfmeter. Benjamina steigt hoch und will den Ball einköpfen, wird klar behindert. Sodass ich mich natürlich gefreut habe, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat und Dennis Grote in seiner ja, fast unnachahmlichen Art eiskalt verwandelt hat. Schönste Tor des Tages war wahrscheinlich das dritte, eine hervorragende Einzelleistung von Siegert, der ja, auf phänomenale Weise von der Mittellinie alleine losmarschiert ist und dass dann noch ein Spieler dieses Tempo mithalten kann in der Mitte und dann noch den Ball verwandelt mit Rocky Krone. Setzt, glaube ich, ihm mit seiner heutigen Leistung auch die Krone auf. Ich glaube, es war eine überzeugende kämpferische Leistung und er wird immer stärker und insgesamt für uns 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und ja, ansonsten natürlich auch eine tolle Leistung, glaube ich, für unser Publikum. Dankeschön.